Ich kriege regelmäßig Beschwerden rein, weil ich nicht sofort auf Nachrichten antworte. Und ein einziges Mal habe ich mich jetzt getraut, meine Meinung zu sagen und zu sagen, hör mal, ich kriege einige Nachrichten und du kannst nicht erwarten, dass ich dir sofort antworte. Die Reaktion von der Person war dann, ja, bei 6000 Followern auf Instagram kann man doch gar nicht so viele Nachrichten kriegen, also tu jetzt mal nicht so. Und dann meinte ich, ja, okay, aber bei 30.000, 350.000 Followern bei TikTok dann schon ein bisschen mehr. Daraufhin meinte er dann, ja, 350.000 Follower auf TikTok ist jetzt auch nicht so viel. Dazu muss man sagen, diese Person wollte, dass ich etwas von ihr kaufe, also eine Dienstleistung in Anspruch nehme, und dennoch hatte sie die Dreistigkeit, so frech zu werden. Selbst wenn ich einen Follower auf Instagram hätte und 3 Jahre bräuchte, um dir zu antworten. Ich muss mich bei niemandem rechtfertigen und ich muss niemanden antworten. Wenn ich jemanden antworte, weil ich die Zeit habe, weil ich mir die Zeit nehmen will, dann ist das cool, aber niemand muss ich rechtfertigen oder muss irgendwem antworten. Nur weil wir alle auf Social Media sind und erreichbar sind, bedeutet das nicht, dass wir erreichbar und verfügbar sein müssen. Unsere Zeit dürfen wir uns selbst so einteilen, wie wir wollen, und niemand kann uns dazu zwingen oder uns dazu bedrängen, auf deren Nachrichten zu antworten. Du bist nicht der Nabel der Welt, du bist nicht der wichtigste Mensch auf dieser Welt. Deine Nachricht ist nicht die wichtigste Nachricht, die man jetzt gerade in diesem Moment beantworten muss. Und mein Leben und meine Zufriedenheit sollte in meinem Fokus stehen. Ungefähr alle 3 Tage versuche ich, auf Insta-Nachrichten zu antworten. Und das dauert dann ungefähr 3 Stunden am Tag. Und ja, vielleicht würde das bei anderen Leuten noch länger dauern. Aber diese 3 Stunden könnte ich auch anders nutzen. Zum Beispiel mit Freizeit, mit Selfcare, mit Sport, mit Arbeit oder sonst irgendwas. Niemand auf dieser Welt, auch niemand, der im Internet arbeitet, muss 24/7 erreichbar sein. Und dafür müsst ihr Verständnis haben. So, das war's jetzt auch erstmal von mir. Gute Nacht und ciao.